Okay, ich glaube, die Minute ist ungefähr um. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer heutigen Buchlesung bzw. Buchvorstellung Das Sterben der Anderen, wie wir die biologische Vielfalt, Sie haben ja die Einladung alle gesehen, sonst wären Sie ja gar nicht da, wie wir die biologische Vielfalt noch retten können von und mit Tanja Busse, die ich natürlich besonders und ganz, ganz, ganz herzlich heute vermutlich aus Hamburg zugeschaltet begrüße. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Ballhausen, und ganz herzlichen Dank an alle anderen, die jetzt zuhören. Ich wäre echt gerne nach Erfurt gekommen für eine richtige Lesung und hätte mit Ihnen allen, euch allen diskutiert, aber immerhin online ist besser als gar nicht und deshalb freue ich mich auf den Abend heute. Naja, es wird ja vermutlich nicht Ihr letztes Buch gewesen sein. Punkt 1, Punkt 2 haben Sie auch noch andere. Einige davon werde ich dann gleich mal kurz aufrufen. Sie haben ja auch noch andere Sachen publiziert. Insofern gibt es sicher Ende 2020 vielleicht, aber wir hoffen alle natürlich 2021 nochmal eine andere Möglichkeit, von Angesicht zu Angesicht eine Buchlesung und eine Buchvorstellung zu machen. Also schön, dass Sie alle dabei sind zu dieser Kooperationsveranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung und vom BUND, auch dafür an Peter Rapp-Spirik, dem stellvertretenden Leiter, und an die beiden Unterstützerinnen Anita Giermann und Max Sommerfeld herzlichen Dank, dass Sie das für uns heute hier ermöglicht haben. Mein Name ist Uli Ballhausen, ich bin aus Hannover. Das ist das Gute manchmal auch an digitalen Formaten. Ich bin aus Hannover zugeschaltet und arbeite an der Leibniz-Universität hier in Hannover zum Thema Didaktik der Demokratie. Vorab würde ich gern ein paar organisatorische Hinweise geben, auf die wir uns verständigt haben. Wir haben so entschieden, dass Frau Busse und ich zu hören, ich hoffentlich gut zu hören und gut zu sehen sind. Und wir bitten Sie sozusagen, Ihre Kamera und Ihr Mikrofon auszumachen. Wir haben uns 35 bis 40 Minuten, mal sehen, ob wir das schaffen, Frau Busse, 35 bis 40 Minuten vorgenommen, dass wir ein Gespräch führen und Frau Busse auch etwas aus dem Buch vorlesen wird, weil es ist ja auch eine Lesung. Und haben dann in etwa 25, 20 Minuten Zeit, noch Fragen miteinander zu klären. Die Fragen, die Sie haben, da haben wir uns mit dem technischen Support und BUND so verständigt, dass Sie Ihre Fragen jederzeit in den Chat, ich hoffe, Sie sehen das, reinschreiben können. Die Fragen werden gesammelt und ich werde dann im Nachgang die Fragen gebündelt zusammen nochmal mit Tanja Busse diskutieren. Ich hoffe, das ist für alle Zuhörenden und Zuschauenden irgendwie okay so. Also die brauchen nicht bis zum Ende zu warten, eine Frage zu formulieren, sondern können Sie, by the way, bei all dem, was jetzt im Fortgang unseres Gespräches für Sie interessant und relevant ist, können Sie das gleich an uns schicken. Bevor wir jetzt, und das ist ja klassischerweise so, bevor wir jetzt in die Vorstellung und auch in die Erläuterung zu einzelnen Aspekten des Buches einsteigen, würde ich gern ein paar Informationen über Tanja Busse selbst geben. Tanja Busse ist aufgewachsen auf einem Bauernhof als Tochter einer Lehrerin und eines Landwirts in Ebersen im Kreis Höxter, nicht ganz weit weg von dort, wo ich auch herkomme. Und sie hat dort, so schreibt sie selber auf ihrer Webseite, eine Bullabü-Kindheit mit viel Getier und genügend Matsch mit Büchern und Sport verbracht. Sie hat Journalismus an der Uni in Dortmund studiert, sowie Philosophie in Bochum und in Pisa, war Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und hat im Jahr 2000 promoviert in Dortmund zum Thema Weltuntergang als Erlebnis, apokalyptische Erzählungen in den Massenmedien vor der Jahrtausendwende. Ja, leider wieder aktuell, das Thema. Genau. Ich finde, man kann die vielfältigen Tätigkeiten von Tanja Busse in vier Kategorien einteilen. Einmal als freie Journalistin publiziert sie in unterschiedlichen Zeitungen, von der Zeit, Taz bis zum Greenpeace-Magazin. Als freie Moderatorin arbeitet sie unter anderem beim WDR und auf Fachveranstaltungen und auf Fachveranstaltungen und Kongressen. Dritter Punkt, als Expertin ist sie ebenso Gesprächspartnerin in Talkshows, Anne Will, Reinhold Beckmann, wie bei Fachveranstaltungen. Und zudem ist sie auch Mitglied in unterschiedlichen Kuratorien und Kommissionen.
Als Autorin, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, mit der Möglichkeit, sie auch noch zu anderen Büchern einzuladen, hat sie unter anderem, ich habe jetzt nur 4 Publikationen ausgewählt, hat sie unter anderem veröffentlicht Die Einkaufsrevolution, Konsumenten entdecken ihre Macht, Die Ernährungsdiktatur, warum wir nicht länger essen dürfen, was uns die Industrie auftischt, Die Landwirtschaft der DDR, eine Erfolgsgeschichte über die Wende hinaus, Fragezeichen. Dazu gibt es auch noch eine andere Publikation, eine vorhergehende zum Thema DDR-Landwirtschaft. Und die Wegwerfkuh, wie unsere Landwirtschaft Tiere verheizt, Bauern ruiniert, Ressourcen verschwendet und was wir dagegen tun können. Für ihre Arbeiten und für ihre Tätigkeiten insgesamt hat sie mehrere Auszeichnungen erhalten. Auch da möchte ich nur 2 erwähnen. Einmal unter anderem den Journalistenpreis Bio im Jahr 2010 und den Wertewandelpreis des Deutschen Tierschutzbundes im Jahr 2018. Im Jahr 2012, vielleicht kann sie später noch was mehr dazu sagen. Ich habe jetzt auch nur dieses, wir hatten im Vorgespräch, haben Sie mir, Frau Wustel, noch ein paar andere Sachen erzählt. Ich habe jetzt nur 1 mir hier notiert. Im Jahr 2012 hat sie einen kleinen Wiedereinstieg in die Landwirtschaft mit einer Streuobstwiese gemacht, wie ich gewagt. Wie ich gehört habe, ist daraus schon etwas mehr geworden. Genau. Und sie lebt heute, das wurde ja auch schon deutlich, mit ihrer Familie in Hamburg. Heute geht es also um das Buch Das Sterben der Anderen, wie wir die biologische Vielfalt noch retten können. Wenn man sich mal die Rezension dieses Buches anschaut, und damit möchte ich eigentlich beginnen, normalerweise macht man das erst am Ende, aber ich möchte die Messlatte A gleich hochsetzen und B, damit auch unsere Zuschauerinnen das, was wir gleich anschließend besprechen, vor dem Hintergrund dieser Rezension bewerten können. Wenn man sich die Rezension anschaut, dann sind das ja durchweg sehr, sehr, sehr positive Rezensionen. 3 kurze Beispiele möchte ich erwähnen. Tanja Busse schafft mit ihrem Buch, die schafft damit das informativste und eindringlichste Buch zum 6. globalen Massensterben, das uns seit Jahren begegnet ist. Oder sie erzählt packend, argumentiert schlagkräftig und sachkundig. In jedem Fall ist ihr Buch ein Gewinn für die dringend notwendige Debatte über die Erosion unseres Lebensraumes. Und als letztes zusammenfassend und final formuliert eine perfekte Lektüre für solche, die sich erstmalig mit dem Thema auseinandersetzen und auch spannend für jene, die dachten, bereits informiert gewesen zu sein. Vermutlich gehören alle diejenigen, die sich heute uns hier zugeschaltet haben, zu der zweiten Gruppe. Ich hoffe aber, dass sie trotzdem etwas mitnehmen aus unserem Gespräch. Ich möchte gerne einsteigen mit der Fragestellung, das hat mich tatsächlich auch beschäftigt vor meinem eigenen Hintergrund, was sind denn eigentlich Ihre Kernmotivationen, sich mit dem Stichwort Biodiversität oder Artensterben so intensiv auseinanderzusetzen? Gibt es da irgendwelche besonderen biografischen Schlüsselerlebnisse? War das Ihr Bullabü-Erlebnis oder woher kommt die intensive Auseinandersetzung? Weil wenn man Ihr Studium anschaut, würde man ja nicht gleich automatisch denken. Oh ja, keine Frage, das ist ja inhaltlicher Schwerpunkt. Also ich hatte tatsächlich so eine Art Erweckungserlebnis, ich würde das fast so nennen. Also ich habe immer über Konsumverantwortung, Landwirtschaft, Ökologie geschrieben und bin dann mal mit meinem kleinen Sohn, haben wir eine Radtour gemacht am Bodensee, sind um den Bodensee geradelt und irgendwann, da war ja fast 5, also noch ganz klein, aber irgendwie echt so ein richtiges Naturkind, was alles kannte, der fuhr auf dem Rad, hielt an und sagte, Mama, was ist das? Und ich hörte nichts. Und er sagte, doch, hör doch mal dieses Gritt, 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 was ist das? Und da zirpte offenbar eine Grille, eine Heuschrecke. Und er hörte zum ersten Mal nach 4 Jahren, also vielen Sommern draußen, das Geräusch einer Heuschrecke und war völlig irritiert. Und ich habe überhaupt diese Frage gar nicht verstanden, weil ich dachte, das kann nicht sein, der muss das doch kennen. Der ist einen Tag im Kindergarten im Wald, der hat Großeltern auf dem Land, ist ständig unterwegs, er liegt doch immer auf Sommerwiesen, warum kennt er das Geräusch nicht? Und das war so der Moment, wo ich verstanden habe,
da passiert jetzt irgendwie mehr, als dass ein seltener Vogel ein bisschen seltener geworden ist, sondern da ist irgendwas, was zusammenbricht. Und die Erfahrung der jetzigen Kindergeneration, sogar der, die auf dem Land sich oft bewegen, viel in der Natur sind, das ist eine völlig andere als die, die ich in den 70er Jahren hatte und auch wahrscheinlich in den 80er Jahren, 90er Jahren noch. Da bricht gerade irgendwas zusammen auf einer Ebene, die uns alle angeht. Und das hat sich so angefühlt, als würde mir so der Boden unter den Füßen wegbrechen. Und das war eigentlich der Aufschlag zu sagen, ich muss da jetzt nochmal genau, ich will das jetzt nochmal genauer wissen, was passiert und wie schlimm ist es eigentlich. Das heißt, die dörfliche Sozialisation und die Idylle, die Sie da beschreiben, war eher so ein sekundäres, tertiäres Element, weil wenn ich bei mir so frage, woher mein Interesse an Biodiversität kommt, würde ich sagen, das hat sehr viel mit dörflicher Sozialisation zu tun. Ja, das auf, doch, das auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ich bin ja in die Stadt gegangen, ich wollte weg aus dem Dorf, habe in der Stadt studiert, bin durch die Welt gezogen ein bisschen und habe dann eine Kultursendung moderiert und habe aber immer gemerkt, dass mich diese Erfahrung auf einem Dorf groß geworden zu sein, nicht mehr loslässt und habe dann aber eben auch erlebt diesen Zusammenbruch, also wie das Landleben sich verändert hat, dadurch, dass es immer weniger Betrieben, landwirtschaftlichen Betrieben gelungen ist, von der Landwirtschaft zu leben, wie sich Dörfer dadurch verändern, wie sich die Landwirtschaft verändert. Also wir hatten als Kinder diese offenen Ställe, wo jeder sah, wie geht es den Tieren da drin, die Tiere kamen auf die Weide und das hat sich verändert und immer mehr von diesen engen Stellen, die eben keinen Auslauf mehr haben für Geflügel und für Schweinemast, wurden gebaut in die Landschaft. Die rochen dann komisch, man konnte die Tiere nicht sehen. Und diese Erfahrung zu sehen, da verändert sich was fundamental vor meinen Augen. Das war natürlich eine Motivation, über Landwirtschaft und Ökologie nachzudenken und zu schreiben. Und aber dann diese Heuschreckenerfahrung war sozusagen der Punkt zu sagen, Moment, das ist jetzt in einer, also da geht gerade was in eine ganz andere Richtung. Und welche Rolle müsste Landwirtschaft dabei spielen, um sozusagen zum Retter zu werden der Biodiversität? Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, dass da ganz viele Chancen auch drin stecken. Wir alle haben ja mehr oder weniger unsere eigenen persönlichen Erfahrungen mit dem Verlust an Biodiversität und jeder kann vermutlich auch eine Geschichte erzählen von den Insekten auf der Windschutzscheibe oder von den Schmetterlingen auf einem Weg. Und je nachdem, wie sensibel wir für diese Thematik sind oder welche Lebensspanne, Shifting Baselines, mache ich nur mal als kurzes Stichwort, auf welche Lebensspanne wir zurückschauen, desto unterschiedlich fällt vermutlich auch bei jedem von uns, also bei uns, die hier zuschauen und zuhören, aber auch grundsätzlich in der Gesellschaft, die Einschätzung des Problems, wie groß sozusagen das Problem ist, aus. Als Ergebnis Ihrer Recherchen sprechen Sie in Ihrem Buch von, Zitat, Massensterben wie zuletzt am Ende der Dinosaurierzeit. Oh wow, das sind jetzt natürlich radikale Sätze, wie am Ende der Dinosaurierzeit. Wir sollten jetzt am Anfang mal darlegen oder Sie, wie kommen Sie eigentlich zu diesem erschütternden Ergebnis und woran kann man das festmachen? Genau, also das ist jetzt nicht so mein subjektives Empfinden, die Heuschrecken sind weg, jetzt sterben die wie die Dinosaurier und wir gleich hinterher, sondern das ist tatsächlich sozusagen die Folge, also der Schluss der Forschung und der auch ziemlich umstritten ist. Und ich habe mir gedacht, Sie könnten nach dieser Stelle fragen, ich habe mir zwei Seiten so als Leseeindruck rausgesucht, die würde ich vielleicht mal über die Dinosaurier vorlesen und über die Details dann eben die Shifting Baseline zum Beispiel, also diese sich verschiebende Linie von dem, was man sich als normal vorstellt an Biodiversität, je nachdem, wann man geboren ist, da können wir vielleicht dann noch ein Gespräch dran kommen. Aber ich würde mal versuchen, ein bisschen so zu lesen durch den Bildschirm zu Ihnen hindurch. Und zwar fange ich schon wieder bei meinem Sohn an, bei dem Kleinen. Ich weiß gar nicht, warum der so präsent ist als kleiner Naturforscher in diesem Buch. Aber ich hatte so dieses Erlebnis, alle Kinder lesen ja so gerne oder viele Kinder lesen gerne Bücher über Dinosaurier. Und dann gibt es da immer diese Seite, wie der Meteorit kommt und kurz die Dinosaurier vor ihrem Untergang sind und das kleine Dinosaurier Triceratops Kind kriecht unter die Beine der Mutter und dann sieht man diesen Meteoriten und wir wissen, was die Dinosaurier nicht wissen, nämlich, dass sie aussterben werden. Und ab jetzt lese ich mal ein bisschen. Immer wenn ich meinem kleinen Sohn vom Einschlag des Meteoriten vorlese, überlege ich, ob ich ihm sagen soll, weißt du eigentlich, dass wir heute etwas Ähnliches erleben, ein Massenaussterben von erdgeschichtlicher Bedeutung, nur dass es diesmal kein Meteorit ist, der das Leben auslöscht, sondern wir selbst, wir Menschen, oder richtiger, alle Menschen, die so leben wie wir, so viel kaufen, konsumieren, reisen und so viel wegschmeißen.
Ich lasse es, weil ich finde, mit dem Klimawandel aufzuwachsen, ist schon genug Bedrohung für einen Sechsjährigen. Aber es ist genau so, wir befinden uns mitten im sechsten großen Artensterben der Erdgeschichte. Das erste liegt etwa 500 Millionen Jahre zurück. Damals brachen so viele Vulkane aus, dass sich die Zusammensetzung der Meere und der Atmosphäre stark veränderte und in der Folge viele Arten ausstarben. 443 Millionen Jahre zurück, da driftete der Urkontinent Gondwana nach Süden und die Erde kühlte sich ab. Dieses Mal starben vermutlich mehr als 85% aller Meeresbewohner. Als größtes Massenaussterben aller Zeiten aber gilt der Übergang vom Erdaltertum zum Erdmittelalter, etwa 200 Millionen Jahre später. Und bei dem sind gigantische Vulkanausbrüche in Sibirien es gewesen, die beinahe alles Leben weltweit vernichtet haben. Das große Sterben zog sich damals über mindestens Tausende von Jahren hin. Erdgeschichtlich gesehen war das aber ein schnelles Aussterben in kurzer Zeit. Im Vergleich zu dem, was wir heute erleben, war das aber Slow Motion. Heute wissen wir, das Aussterben von Arten ist passiert immer, nicht nur zu diesen großen erdgeschichtlichen Katastrophen oder Riesenaussterbeereignissen. Das ist etwas Normales, das ist Evolution. Und die Wissenschaftler bezeichnen dieses gewöhnliche Entstehen und Vergehen von Arten in Zeiten ohne das kosmische oder geologische Katastrophengeschehen als Hintergrundrate, also Hintergrundaussterberate. Und man nimmt an, bei Säugetieren, dass etwa 2 von 10.000 Arten pro Jahrhundert aussterben. Der mexikanische Biologe Gerardo Ceballos und seine Kollegen haben diese Rate genommen und mit den in den letzten Jahrhunderten ausgestorbenen Säugetierarten verglichen. Und das noch ohne die gefährdeten und vom Aussterben bedrohten mit einzurechnen. Und sie sind zu dem beunruhigenden Schluss gekommen, dass die aktuelle Aussterberate bis zu 100-mal höher ist als die Hintergrundrate. Andere Forscher gehen sogar vom Tausendfachen aus. In Zukunft könnte die Aussterberate sogar 10.000-mal so hoch sein. Doch selbst wenn man jetzt Ceballos vorsichtigen Schätzungen folgt, dann lassen die nur einen Schluss zu, nämlich dass wir uns tatsächlich im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte befinden. Ich finde, es ist eine ungeheure Erkenntnis, die wir jahrelang ungeheuer gelassen aufgenommen haben. Wir leben wie die Dinosaurier während des Meteoriteneinschlags, aber anders als die Triceratopse in den Kinderbüchern waren wir nicht wirklich beunruhigt. Außer ein paar Wissenschaftlern und Naturschützern hat diese Tatsache die Medien und die Menschen viel zu lange kaum interessiert. Jedenfalls nicht mehr als das Ende der Dinosaurier. Erst als der Weltbiodiversitätsrat, der IPBES oder IPBES genannt, im Mai 2019 die erschreckende Zahl von 1 Million bedrohter Arten verkündet hat, da gab es zum ersten Mal Schlagzeilen auf den Titelseiten. Und da kam es mir vor, als sei die Öffentlichkeit aus einem wohligen Schlummer erwacht, um erstaunt auf den herannahenden Meteoriten zu zeigen. Ja, das sind sozusagen die relativ unbestrittenen Zahlen zum Massenaussterben, dass da gerade etwas in einer Geschwindigkeit verloren geht auf der Welt, wie eben zuletzt tatsächlich vor 66 Millionen Jahren. Und ich war, als ich recherchiert habe, sehr erfreut, dass der Bericht des Weltbiodiversitätsrats so viele Schlagzeilen gemacht hat, 1 Million Arten. Aber ich habe das Gefühl, wir reagieren immer noch nicht angemessen darauf und sagen jetzt, wir ziehen daraus unsere Schlussfolgerungen, weil nämlich tatsächlich diese Biodiversität nicht nur irgendwas aus ästhetischen oder moralischen Gründen schützenswertes ist, sondern weil Biodiversität sozusagen zu unserem Leben dazugehört und weil wir ohne Biodiversität nicht weiterleben werden können, wie wir das jetzt tun. Ich könnte jetzt in ganz viele Richtungen ausholen, aber ich sehe, Sie haben eine Frage. Mal aus. Nein, wir können noch ausholen, aber wir können es auch miteinander verknüpfen, weil zu der Frage der Ursachen werden wir gleich nochmal kommen. Also insofern haben Sie noch kurz Gelegenheit, vielleicht noch 2, 3 Sachen auszuholen und dann würde ich meine Fragen anschließen. Genau, also vielleicht mal einmal diesen ganzen Begriff, warum überhaupt gesagt wird sozusagen, ach ja, Biodiversität, das brauchen wir. Und mein Eindruck bei der Recherche war, ganz lange hat man so gesagt, ach ja, die Gelbbauchunke, das ist jetzt nicht so schön. Oder in Hamburg ist es der Schierlingswasserfenchel, dieses einzigartige Gewächs in der Elbe, was der neuen Landebahn von Airbus weichen musste. Da hat man dann immer so drauf geguckt, ja, ach, die Naturschützer in Hamburg hat sich der BUND sehr verdient gemacht mit Klagen gegen diese ganzen Aktionen in der Elbe. Leider nicht so erfolgreich, wie es sein sollte. Aber da hat man immer gesagt, ach ja, irgendwie dieses Pflänzchen und gut, da geht auch die Welt
wirklich von unter. Und jetzt ist der Schierlingswasserfännchen an der Stelle verschwunden. Und klar, es wirkt sich auf mein Leben nicht aus. Und die Wahrnehmung ist eben niedliches, possierliches Tierchen oder irgendein Grünzeugs, aber irrelevant für mich und mein Leben. Und genau damit räumen jetzt die Forscher auf, die Wissenschaftler, die sich mit dem sogenannten Regime-Shift beschäftigen. Und die sagen, es gibt sozusagen verschiedene, neben dem Klimawandel, verschiedene planetare Grenzen, in denen wir bestimmte Punkte nicht überschreiten dürfen, weil dann die ganze, sozusagen das ganze Leben, so wie wir es kennen, zusammenbricht. Und die Regime-Shift-Forschung sagt, es gibt in Ökosystemen wünschenswerte Zustände. Zum Beispiel die Ostsee sollte möglichst kühl und sauerstoffreich sein und dann leben da eine ganze Menge Fische drin, so viele, dass die angrenzenden Länder richtig viel fischen können und davon vom Fischfang leben können. Und wenn nun ein Regime-Shift eintritt, also sich verschiedene Koordinaten in diesem Ökosystem verändern, dann kann das ganze System umkippen und dann ist mit einem Mal ein sauerstoffreicher, lebendiger, vielfältiger Zustand umgekippt in einen, in dem eben nichts mehr geht. Das ist nicht gut für die Tiere, Pflanzen und auch nicht für die Menschen. Und in der Ostsee ist das tatsächlich passiert. Da hat es durch ganz viele verschiedene Einflüsse, die zu tun haben mit zu viel Düngeeintrag, zu viel Erwärmung durch den Klimawandel, veränderte Meeresströme, wahrscheinlich durch den Klimawandel und Überfischung, hat sich dieses Ökosystem in der Ostsee so verändert, dass es da gigantische Todeszonen von Fehmarn bis St. Petersburg gibt, also Zonen, in denen so wenig Sauerstoff ist, dass kein Leben möglich ist. Also es ist eine tote Zone. Und sich das vorzustellen, dass wir nicht über die Theorie von Regime-Shifts reden, sondern eben davon, dass wenn man zu viel verändert in einem Ökosystem, dass dann einfach das Nichts sich ausbreitet. Das muss man sich, glaube ich, klar machen, um zu verstehen, wir reden eben nicht nur über seltene Arten, die wir auch um ihrer selbst willen schützen sollten, sondern wir reden um sowas Bedrohliches wie ja eben Corona, Corona hoch 100 oder eben der Klimawandel. Zu der Frage der Ursachen würde ich gleich nochmal mit Ihnen diskutieren bzw. das besprechen und auch nochmal so die unterschiedlichen Strategien, wie wir in unserer Gesellschaft damit umgehen. Aber vorab würde ich so gerne noch eine kleine Zwischenfrage stellen, von der ich denke, dass sie auch sozusagen relevant ist, sich auch das nochmal klar zu machen. Sie betonen ja auch in Ihrem Buch, dass wir nicht nur, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf, bei den Ursachen Vernichter von Artenvielfalt und Biodiversität sind, sondern dass wir historisch betrachtet ja auch Schöpfer und Schöpferinnen von Vielfalt sind. Können Sie diesen Gedanken ganz kurz für uns alle nochmal klar machen? Vermutlich ist er allen Zuhörerinnen und Zuschauern klar, aber ich halte ihn einfach für relevant, weil wir sonst auch immer so isolierte Blicke und manchmal auch nicht fach- und sachgerechte Blicke auf die Entwicklungsgeschichte von Biodiversität und Artenvielfalt haben. Genau, das ist in der Tat nochmal wichtig, sich da, also es war auch für mich wichtig, mir das nochmal klar zu machen, weil wir sozusagen in unserem westlichen Denken immer diesen Dualismus Natur, Kultur, Mensch, Umwelt haben, als sei das unabhängig voneinander. Und man muss in der ganzen Evolution eben den Menschen so sehr lange mitdenken. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass vor allen Dingen in Europa, das gilt nicht in dem Maße zum Beispiel für die Urwälder in Amazonien oder so, aber das gilt für Mitteleuropa, nämlich für die ganze Gegend in Mitteleuropa, die in der letzten Eiszeit sehr lange von Eis bedeckt war. Dann ist vor ungefähr 11.000 Jahren dieses Eis zurückgewichen und weil es durch die Alpen eine Nord-Süd-Schranke gab, gab es eben viel Einwanderung von neuen Arten, die von Osten, von Asien aus und von Osteuropa aus, wo es eben keine vergletscherte Eiszeit gegeben hat, die dann nach Europa eingewandert sind. Und kurz danach, sozusagen nach diesem Eintreffen, haben sich auch die Menschen in Europa sehr vermehrt und haben dort angefangen, in der neolithischen Revolution, Jungsteinzeit, Ackerbau zu treiben. Und damit haben die schon sehr, sehr früh eingegriffen und mitgestaltet, was da passiert ist. Und das heißt, man muss sich das nicht vorstellen, als habe es in Mitteleuropa die Biodiversität gegeben und dann kamen die Menschen und haben alles kaputt gemacht, sondern diese ganze Evolution, also man stelle sich vor, Europa unter Eis, das Eis weicht zurück, die Pflanzen, die Menschen, die Tiere kommen zurück, lassen sich dort nieder und gestalten gemeinsam eine Umwelt. Und das heißt, in Mitteleuropa ist diese Biodiversität, die da entstanden ist, ganz viel durch Einwanderung von Arten aus dem Osten gekommen, zum Beispiel auch über die frühen Ackerbauern, die aus dem Zweistromland, also mit Irak gekommen ist, die hatten im Gepäck Saatgut und in dem Saatgut wieder die Segetal- oder Ackerbegleitflora, also alles, was so schön als mitteleuropäisch Urheimat Gefühle, Klatschmohn und Kornblume und so weiter. Ganz viel davon ist tatsächlich sozusagen mit den frühen Ackerbauern eingewandert. Und dadurch, dass
diese Ackerbauern kleine Felder und Weiden und Almenden geschaffen haben im Laufe der Jahrtausende, hat sich eben diese vielfältige Landschaft ergeben und die ist eben Heimat für eine ganz, ganz große Vielfalt von ganz vielen Pflanzen und Tieren gewesen. Und natürlich können wir nicht zurück zu der Art des Ackerbaus identisch zu der Art gehen, aber wir können sozusagen daraus lernen, dass also eine Vielfalt an Bewirtschaftungsformen auch eine hohe Vielfalt von Arten und von Pflanzen und von Tieren ermöglicht und dass wir anders vielleicht als im zum Beispiel im Regenwald, dass wir sehr wohl Landschaft nutzen können und trotzdem damit Vielfalt, Biodiversität erhalten können. Nur ist es eben eine bestimmte Art der Nutzung. Und das ist, finde ich, die Chance, die auch in der Debatte steht, eine andere Landwirtschaft, die nicht dem Druck von Weltmarktpreisen gehorchen muss, sondern die dem Gesetzen der Natur, sagen wir es mal so, gehorchen würde, folgen würde, die hätte eine Chance, diese von uns erschaffene Vielfalt zu erhalten. Ja. Herr Ballhausen. In diesen Vorschlägen werden wir da sozusagen noch genau. Werden wir noch kommen. Also wir haben uns, um es vielleicht etwas zu pauschal und abstrakt zu sagen, von Schöpferinnen und Schöpfern von Vielfalt eher zu Vernichterinnen und Vernichtern von Vielfalt, insbesondere auch zum Thema Stichwort Insektensterben, entwickelt oder verändert. Wenn ich Sie jetzt einfach mal bitten würde, so aus Ihrer Perspektive und Ihren Recherchen heraus die Knackpunkte mal aufzuzählen, wo Sie sagen würden, das würde ich als die zentralen Ursachen für Verlust an Biodiversität und Insektensterben aufzählen, was wären das dann aus Ihrer Sicht für Punkte? Die Forscher, die Wissenschaftler machen sich das ja immer einfach und sagen Landnutzungsänderung. Und das ist dann nämlich alles. Und das ist so schön neutral, weil man damit niemanden zur nächsten Frage. Ja, genau. Nicht so direkt ansprechen muss. Aber es ist in der Tat so, dass überall da, wo Fläche versiegelt wird, Biodiversität verschwindet und ein Ökosystem ganz klar verschwindet. Also alles von Straßen zu Verkehrswegebau und zu Häuserbau und so weiter. Das ist ja irgendwie völlig klar und einsehbar. Und die andere große Veränderung ist die Veränderung tatsächlich in der Landwirtschaft in den letzten Jahren, weil sich da eben eine kleine, also eine extensive, vielfältige Struktur in eine nicht mehr so vielfältige, eher an Monokulturen, an großen Schlägen ausgerichtete Landwirtschaft unter dem Druck eines Weltmarkts und eines Effizienzdrucks sozusagen entwickelt hat, die den Lebensraum für viele Arten, die eben was ganz spezielle Lebensräume gebraucht haben, ganz spezielle Pflanzen, vernichtet hat. Und ich muss das hier aber gleich anschließen. Diese Debatte ist sozusagen ganz heiß, weil viele Landwirte es echt überhaben zu hören. Immer sind wir die Schuldigen an allem. Erst sollten wir Biogas machen und jetzt sind wir plötzlich die Wasserverschmutzer, sagt uns doch mal, was wir machen sollen. Also man muss dabei sagen, das sind nicht Landwirte, die das so machen, weil sie das so schön wollen, sondern das ist ein politisches, ein europäisches Agrarsystem, das ist ein Marktsystem. Das sind auch viele Konsumenten, die in den Supermarkt gehen und sagen, billig ist super. Und all das ist verantwortlich dafür, dass wir eine Landwirtschaft haben, die es vielen, vielen, vielen Arten eben das Überleben schwer macht. Und anders als dritter großer Treiber kommt natürlich dazu, dass wir über unsere Produktion, über unsere Wirtschaftsweise unendlich viele Schadstoffe in die Umgebung entlassen, von der wir noch teilweise gar nicht wissen, wie sie eigentlich wirken. Es ist nur ein Stichwort, Mikroplastik, Makroplastik im Meer, Mikroplastik im Grundwasser. Da gibt es eine ganze Menge an Stoffströmen, die über globale Veränderungen überall auf der Welt die Biodiversität gefährden. Sie betonen in Ihrem Buch ja auch, und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil mir so ein paar Sätze von Freunden aus dem Dorf eingefallen sind. Sie betonen aber auch, dass wir als Bürger, die vielleicht keine Landwirte und Landwirtinnen sind, natürlich auch nicht nur bei den Punkten, die Sie schon aufgezählt haben, sondern auch bei unserem Pestizideinsatz, Insektizideinsatz, auch so etwas wie eine Mitverantwortung tragen, wo wir auch manchmal zu chemischen Keulen greifen, auf die ein Bauer sozusagen vielleicht gar nicht zurückgreifen dürfte. Also meine Freunde im Dorf erzählen mir immer, hey, wenn das Glyphosat nicht wirkt, dann musst du dir das Glyphosat daher holen. Und das ist dann auch manchmal wie so eine Männlichkeitsargumentation, da musst du dir das daher holen, da hast du 4 Jahre lang Ruhe. Also ganz herausnehmen möchte ich uns alle, abgesehen von unserem Konsumverhalten, aber auch nicht im Rahmen unserer Vorgärten, Nutzgärten oder wie auch immer. Ja, das ist ein schönes Stichwort. Einmal dieser private Pflanzenschutzmitteleinsatz. Ich habe das neulich in einem Baumarkt erlebt, wo jemand kam und sagte, ich habe Moos im Rasen. Und ich sage, ja,
Okay. Und der wollte dann ein Mittel gegen dieses Moos kaufen und gesetzlich vorgeschrieben ist immerhin eine Beratung. Die Beratung stand aber dann aus 4 Sekunden. Ja, dann nehmen Sie dieses Mittel, passen Sie auf, dass keine Kinder verschlucken, und schon war das verkauft. Und das wird natürlich von vielen Landwirten, die ja alle erst einen Sachkundenachweis machen müssen, bevor sie mit diesen Mitteln hantieren, als sehr abstrus empfunden, dass sie immer in der Kritik stehen. Also man muss sagen, die Hälfte der Fläche Deutschlands, die Gesamt, also Hälfte der Fläche ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Deshalb kann man über eine andere Landwirtschaft sehr viel für Biodiversität erreichen. Aber es ist eben einfach jeder in der Verantwortung, der einen privaten Garten hat, der einen Balkon hat, und auch über sein Konsumverhalten. Wie ich kaufe, also wenn ich keine Biobaumwolle kaufe, dann bin ich eben für Pestizideinsatz in Baumwollproduktionsländern verantwortlich und so weiter. Also es sind wir alle, es ist ein Wirtschaftssystem, was man dazu verändern muss, und es gehört dazu, dass jeder anders lebt, wenn man sagt, ja, wir wollen Biodiversität und Klimawandel wirklich angehen. Das Aussterben einer Art betrachten ja ganz viele Leute, ich weiß gar nicht, wie ich sie hier bezeichnen soll, die Normalbürgerinnen oder die nicht in diesem Themenfeld besonders engagiert oder interessiert sind, als bedauerlichen Verlust, in Anführungszeichen. Wobei diese Einschätzung natürlich auch ein bisschen unabhängig ist. Wenn es um die Blattlaus geht, wird man das sicher anders bewerten, als wenn es um das Stichwort Eisbär geht, unter dem Stichwort Artensterben. Sie schreiben in Ihrem Buch, und auf diese beiden Aspekte, da würde ich Sie bitten, nochmal drauf einzugehen, Sie schreiben in Ihrem Buch, stirbt die Blattlaus, stirbt der Mensch? Oh, auch ein steiler Satz. Und zweitens, Biodiversität ist Krankheitsschutz, Ernährungsschutz und Sicherung des Wohlergehens. Also es geht nicht allein, darum geht es auch, die Art an sich zu erhalten, weil sie einen Wert hat als Lebewesen, sondern Sie betonen ja hier nochmal zwei ganz an diesen beiden Sätzen, zwei an, ganz andere Aspekte oder Dimensionen der Relevanz von Biodiversität. Genau. Und zwar, ich habe so ein bisschen, also ich habe da jetzt auch noch keine Antwort. Ich laviere immer zwischen der Position, dass man sagt, es soll, jede Art hat ein Eigenrecht und die hat ein eigenes Recht auf Überleben und allein deshalb müssen wir sie schützen. Aber ich glaube, mit dem Appell kommt man nicht weiter und deshalb habe ich versucht, diese Aspekte, dass es geht auch um uns. Wir sollen die auch um unseretwegen oder um das Überleben unserer Enkelkinder, wie auch immer, schützen. Deshalb habe ich das nochmal zusammengetragen. Und dieser schöne Satz, stirbt die Blattlaus, stirbt der Mensch, der stammt von einem Blattlausforscher, der eigentlich an einem Bundesforschungsinstitut angestellt war und jetzt gar nicht sozusagen sehr ökologisch gedacht hat, aber der einfach mal an einem Abend, als er über seine Kollegen Bohlen und auch über seine Blattläuse zu reden und zu schwärmen kam, erklärt hat, welche Rolle die eigentlich spielen. Tiere, wo wir denken, die stören jetzt eigentlich eher an Rosenstöcken oder so. Und aufgefallen ist mir dabei auch noch, dass viele ja eben über sozusagen, dass die Biene als großer Sympathieträger immer so, dass das Bienensterben irgendwie als Chiffre für das Artensterben insgesamt geworden ist. Und ja, dazu lese ich vielleicht noch mal ein Stück vor mit den schönen Blattläusen und Kolimbolen. Und genau, dann können wir noch mal weiter diskutieren. Also ich hatte geschrieben, doch gleichzeitig ist die Diskussion auf merkwürdige Weise auf Insekten und vor allem auf Bienen beschränkt geblieben. In vielen Artikeln und Diskussionen zum Insektensterben wurde Albert Einstein bemüht, der gesagt haben soll, dass mit den Bienen auch die Menschen stürmen. Auch die Initiatoren des Bayerischen Volksbegehrens haben mit der Schlagzeile »Rettet die Bienen« für ihr Anliegen der Rettung der Artenvielfalt geworben. Das ist verständlich, weil die meisten Menschen Bienen mögen oder zumindest ihren Honig. Und so liegt es nahe, die Honigbiene zur Frontfrau der Insekten zu machen. Doch dieser enge Fokus könnte auch zu falschen Entwarnungen verleiten, fürchtet der Entomologe Udo Heimbach, weil wir über die Gefährdung vieler anderer Arten so viel weniger wissen. Zum Beispiel über die Blattläuse, die eben Udo Heimbach als seine Lieblingsinsekten entdeckt hat. Allein in Deutschland gibt es mehr als 700 Arten von Blattläusen. Also diese kleinen grünen Punkte, 700 verschiedene Arten, nicht so Unterarten, richtig verschiedene Arten. Und davon schwärmt er regelrecht und es könnten sozusagen noch viel mehr sein, wissen wir gar nicht genau. Denn die meisten Arten sind nur ganz wenig erforscht. Wir wissen, sagt Udo Heimbach, dass 95% der Blattlausarten monophag sind. Das heißt, sie leben nur an einer oder ganz wenigen Wirtspflanzen. Wenn also eine dieser Pflanzenarten ausstirbt oder selten wird, würde das auch das Ende der jeweiligen Blattlausart bedeuten. Und das wiederum hätte Folgen für sehr viele andere Insekten und den ganzen Rest des Ökosystems. Sehr viele Tierarten leben ganz oder auch zu einem ganz wichtigen Teil von Blattläusen. Zum Beispiel
Beispiel Marienkäfer, Schwebfliegen, Florfliegen, Hautflügler wie die Ameisen. Die Ausscheidung der Läuse, der Honigtau, ist für viele Insektengruppen eine ganz wichtige und leicht zugängliche Energiequelle. Also man sieht es schon, eine Pflanze kommt weg aus einem Ökosystem, damit auch die Blattläuse, die daran leben, und plötzlich ist ein ganz wichtiger Teil der Ernährung weg. Also so, als würde man uns sagen, so Frühstück ist gestrichen. So, da kann man vielleicht so ein bisschen die Bedeutung erahnen. Für die Ernährung von Honigbienen zum Beispiel sind Blattläuse wichtig. Bienenvölker, deren Stöcke in der Nähe von Wäldern stehen, produzieren den größten Teil ihres Honigs aus dem sogenannten Honigtau. Und das ist der ganz poetische Begriff für Blattlauspipi. Seine Doktorarbeit hat Udo Heimbach ausgerechnet, dass auf einer einzigen Linde bis zu 10 Millionen Blattläuse leben können, die gemeinsam 50 Kilo Zucker ausscheiden. Auf einem 5 Hektar großen Weizenfeld könnten bei starkem Befall sogar mehr als 1 Milliarde Blattläuse leben. Ohne die großen Mengen von frei verfügbarem Zucker, den diese unzähligen Blattläuse ausscheiden, glaubt Heimbach, gäbe es unsere Ökosysteme in dieser Form gar nicht. Man könnte also auch sagen, ohne Blattlaus kein Mensch, stirbt die Blattlaus, stirbt der Mensch. Oder auch ohne Kolembolen stirbt der Mensch. Das sind die, also die Kolembolen, das sind die winzigen Springschwänze, die im Boden leben und dort die abgefallenen Pflanzenreste, die sogenannte Streu, zersetzen und damit wieder als Nahrung für andere Mikroorganismen und für Pflanzen zur Verfügung stellen. Also wenn das Laub immer Laub bleibt und nicht wieder Boden wird, dann ist der Boden bald verschwunden. Es zeigt sich also immer wieder, es ist gar nicht möglich, ein Fädchen aus dem Netz des Lebens zu reißen, ohne dass Laufmaschen entstehen, die das Netz als Ganzes gefährden. So viel zu den Blattläusen, ohne die wir nicht können. Es gab aber noch eine zweite Frage. Ja, der zweite Aspekt war ja, Biodiversität ist Krankheitsschutz, Ernährung. Ach genau, richtig. Und des Wohlergehens. Mhm. Das ist eine sehr, also als ich daran recherchierte und ganz viel mit Entomologen unterwegs war, hat mich ein befreundeter Arzt, der sich mit öffentlicher Gesundheit beschäftigt, also mit Public Health, der hat mich darauf angesprochen, auf eine neue Forschungsarbeit, ob ich das schon wüsste mit den Zecken, den Weidetieren und den Prädatoren. Und es gibt in der Tat eine neue Forschung, die erforscht, wie Gesundheit, Virenschutz und Virenschutz, das war damals bei der Recherche noch nicht so aktuell wie heute mit Corona, Virenschutz und eben Gesundheit zusammenhängen. Es gibt einen Forscher in Amerika, der schon sehr lange untersucht hat, wann Zecken Borreliose übertragen und wann nicht. Und er hat herausgefunden, je größer die Vielfalt unter den Prädatoren, unter den Beutegreifern ist, desto geringer ist das Risiko, dass die Zecken über einen bestimmten Wirtskreislauf immer mehr sich mit Borrelien infizieren, desto geringer ist das Risiko, dass Menschen nach dem Zeckenbiss Borreliose kriegen. Und kurz danach ist eine Arbeit erschienen, die das auf deutschen Weidetiergebieten untersucht hat, dass nämlich da, wo die Vielfalt der Säugetiere durch weidende Kühe größer ist, auch das Risiko, eine Borreliose zu bekommen, geringer ist. Also beides Males ist die etwas vereinfachte Schlussfolgerung, höhere Vielfalt, geringeres Krankheitsrisiko. Das ist eine Forschung, die jetzt erst losgeht, aber das Buch ist vor Corona erschienen und hätten wir so ein bisschen eher dazu forschen begonnen, dann wäre vielleicht die Warnung, nochmal Wildtiere aus dem Wald zu holen und Ökosystem intakt zu lassen, die hätte eigentlich ein bisschen lauter nur schrillen können. Vielleicht hätte man das vermeiden können. Also in jedem Fall, man kann ja jetzt noch nicht abschließend sagen, das geht immer für alles auf, aber es zeigt sich, dass stabile, resiliente, vielfältige Ökosysteme eben gesundheitliche, also eine größere Sicherheit für Menschen bieten und die Gesundheit fördern. Und da bin ich jetzt gespannt, was noch an Forschung kommt, aber sozusagen, es ist ja ein Trend, der eigentlich auch logisch ist, dass eine Vielfalt eben Exzesse klingt blöd, aber Plagen einzelner Arten besser verhindert als extrem einseitige Ökosysteme. Im letzten Greenpeace-Magazin, was mir vor ein paar Tagen in die Hand geflattert ist, da geht es auch um Ähnliches sozusagen, wo die Pandemien der letzten 100 Jahre nochmal in Bezug gesetzt werden zu der Situation der Tierhaltung und der Lebensräume von Tieren, die Krankheiten übertragen. Also auch nochmal etwas, mit dem wir uns wahrscheinlich in Zukunft nochmal intensiver auseinandersetzen oder beschäftigen müssen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz erinnern an die Fragen. Also schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat rein, damit ich Sie am Ende nochmal zusammen mit Tanja Busse diskutieren kann. Ich würde gern, wir reißen auch wieder bestimmte Themen an, die bei unseren Zuschauerinnen sozusagen auch nochmal zum Nachdenken und zum Fragestellen anregen sollen. Ich würde gern
auf einen anderen Fragekomplex nochmal eingehen oder auf eine andere Thematik, nämlich zum Stichwort gesellschaftlicher oder politischer Umgang oder Wahrnehmung mit der Gesamtproblematik Biodiversität, Artensterben, Artenvielfalt. Da betonen Sie ja in Ihrem Buch, ich habe das mal für mich zusammengefasst, drei Aspekte. Einmal so ein Stichwort Leugnung und Relativierung der Problematik, auch in Wissenschaft oder in anderen Publikationen oder in Politik. Erstes Stichwort. Zweites Stichwort, Diskrepanz zwischen Wissen, vorhandenen gesetzlichen Regelungen. Sie betonen ja auch in Ihrem Buch, es ist ja nicht so, als wenn es nicht auch, ich formuliere das jetzt mal in Anführungszeichen, gute gesetzliche Regelungen zum Erhalt von Biodiversität und Vielfalt gibt. Also die Diskrepanz zwischen Wissen, vorhandenen gesetzlichen Regeln und dem Handeln. Wir wissen ganz viel, aber handeln anscheinend auch sowohl auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene und individueller Ebene anscheinend manchmal nicht wie unser Wissen. Und ein dritter Punkt, aktive Behinderung von naturschützenden Aktivitäten. Da fiel mir Ihre Geschichte mit Ihrem Wald ein. Können Sie uns mal zu diesen drei Punkten, Sie müssen nicht zu allen jetzt etwas sagen, also Leugnung, Relativierung, Diskrepanz, Wissen, können Sie da noch mal für uns ein paar Erläuterungen geben oder ein paar Beispiele? Ja, zum Leugnen ist mir aufgefallen, dass es eine ganz heftige Debatte gibt, etwa wie zum Klimawandel gibt es auch eine Debatte über Insektensterben, nämlich eine ganze Szene, die sich darauf spezialisiert hat, quasi Argumente zu suchen, mit denen sie widerlegen wollen, dass es ein Insektensterben gibt. Und da haben sich besonders viele eingeschossen auf die Krefelder Studie. Und das waren ja Entomologen im Krefelder Entomologischen Verein, die Fallen über Jahre hinweg an verschiedenen Orten in Naturschutzgebieten aufgestellt hatten und gesagt haben, wir haben einen wahnsinnigen Verlust von Fluginsekten. Und da gab es so eine Reihe von Leuten, die versucht haben, diesen Studienfehler nachzuweisen und die aber auch mit ganz abstrusen Neurechnungen zu anderen Zahlen gekommen sind. Auch Wissenschaftler, auch ein Statistikprofessor, der gesagt hat, das sei die Unstatistik mit ganz kruden Argumenten. Also sicherlich kann sozusagen ein Statistikspezialist da irgendwie sagen, an der Stelle hätte ich vielleicht die Gewichtung des Wetters, des Einflusses und so anders berechnet. Aber auf so einer ganz komischen Ebene, dass mich das wirklich sehr an diese Klimaleugner-Debatte erinnert hat, wo sie auch so ein Vermix von teilweise berechtigten Argumenten, zum Beispiel Tierhaltung auf der Weide hat Einfluss auf Insekten oder nicht, vermischt ist mit ganz kruden Schlussfolgerungen. Und mich hat das sehr erschreckt, weil mir das gar nicht klar war, dass das so eine starke Szene ist. Und ich erlebe das jetzt bis heute auch noch, dass sich wirklich viele, die so Funde haben, dass die sich wirklich immer wieder zur Wehr setzen müssen. Und das ist wie so eine Paralleldebatte zum Klimawandel. Und ja, ich weiß nicht, wir haben so viel Lösungen zu finden, dass es wirklich sehr blöd ist, dass es Leute gibt, die mit ganz viel Werf sagen, die Insekten sterben nicht, die sind noch an meiner Windschutzscheibe, es war immer schon heiß im Sommer und wir wollen uns nicht ändern. Also das hat ja in den letzten Monaten diese verschwörungstheoretische Szene ja nochmal sehr, sehr zugenommen und ich glaube, das ist sowas, was auf so einer psychologischen Ebene, glaube ich, eher gelöst werden muss. Aber sobald es eben politisch relevant wird, ist es natürlich wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, der andere Punkt war für mich frappierend zu sehen, weil ich Studien zu allen möglichen Schutzgebietsformen, ob nun unter Wasser Meeresschutzgebiete oder Nationalparks oder Naturschutzgebiete gefunden habe, wo der banale Schluss ist, dass diese Schutzgebiete zwar so heißen, aber sehr, sehr oft überhaupt nicht schützen. Im Gegenteil, Meeresschutzgebiete werden offenbar von Fischern oder großen Flotten öfter angefahren, weil man denkt, ist ja ein Schutzgebiet, da gibt es bestimmt noch mehr Fische. Und dieser Schutzstatus, der eigentlich, den die internationale politische Gemeinschaft schon verkündet hat, also auf allen Ebenen, UN, Europa, Deutschland, Länder, alle sagen, wir müssen Biodiversität schützen, wir brauchen dazu Schutzgebiete. Also es ist alles wunderbar deklariert, aber es hapert eben am Vollzug und an der Durchsetzung, sodass unterm Strich die Schutzgebiete aller Arten nicht so schützen, wie man sich das denken würde. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich, weil man dann sich fragt, naja, wenn die Politik das schon erkannt hat, dass Biodiversität wichtig ist, wenn sie in vielen politischen Zielen und auf vielen Ebenen festgelegt hat, dass es Gebiete geben soll, in denen sie geschützt werden, und dann aber nichts passiert und es nicht einklagbar ist, dann ist das in der Tat sehr, sehr bedenklich. Und das ist wirklich jetzt ein Punkt, wo man am schnellsten handeln muss und wo man das am besten einklagbar machen muss, dass dieser Schutz tatsächlich auch erfolgt.
dass wir da nicht weitermachen können wie bisher. Ja, ist halt jetzt Naturschutzgebiet, aber ordnungsgemäße Landwirtschaft, die darf man machen. Das sind so Punkte, wo man wirklich gute Lösungen finden muss, dass das wirklich diese Schutzgebiete schützen. Und das Dritte ist in dem Fall diese aktive Behinderung, ist jetzt in meiner Geschichte, glaube ich, eher so eine kleine kuriose Geschichte. Ich glaube, es gibt ja noch ganz andere, also jemand, der in Südamerika den Regenwald schützt oder in Indonesien und dafür mit dem Leben bedroht wird, der hat noch ganz andere aktive Behinderung erfahren. Das ist ja in Deutschland noch nicht der Fall. Aber Behinderung von Naturschutz ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich nach meinen Recherchen mit dem Heuschreckenforscher, mit dem ich unterwegs war, überlegt hatte, auf dem Betrieb meines Vaters gab es einen Acker am Wald und ich habe mit einem Weidehalter überlegt, wir wollen diesen Acker umwandeln in Grünland. Das ist jetzt auch geschehen, also 4 Hektar neues Grünland gibt es. Und der Wald, dieser leider Fichtenwald, der sollte der größte Offenstall, den es bei uns im Kreis gab, ebenso, dass die Tiere sich bei Regen, Wind, Sturm, Hitze, wie auch immer, in diesen Wald hätten zurückziehen können, den beweiden können, den Aufwuchs von Holunder, der danach kam. Und das war sozusagen von allen Naturschützern als super tolle Idee aufgefasst worden. Einmal, weil es eben eine schöne Weidehaltung wäre, eine Ganzjahresweide, die im Naturschutz, aus Naturschutzsicht richtig, richtig gut ist. Das ganze Jahr Kuhfladen in der Weide ist super für Insekten. Aber es gibt ein Gesetz in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht den aktuellen Stand für Thüringen, viele Bundesländer haben solche Gesetze, die sagen, Weide im Wald ist verboten, weil es vor 200 Jahren mal eine totale Übernutzung durch Weidetiere in den Wäldern gab, dass die Wälder fast verschwunden wären. Aber das ist ja jetzt 200 Jahre her und jetzt wäre eine Beweidung des Waldes, um lichte Stellen, offene Stellen, Übergänge zu schaffen, Licht im Wald wäre für Insekten, für Feuersalamander, für Heuschrecken, für was auch immer, eine richtig gute Geschichte. Aber es gab eben dieses alte Gesetz und ich hatte einen sehr lustigen Briefwechsel mit dem zuständigen Forstbeamten, der sagt, mir verboten, ich erlaube Ihnen das nicht, das ist hier verboten und Sie haben hier schon gar kein Anrecht hier über Gesetze, so, also in dem Ton. Und ja, das zeigt, dass es so komische, kuriose Relikte gibt, die verhindern, dass man an einzelnen Stellen als Einzelner so ein bisschen was erreichen kann. Wie jetzt eben diese Waldweide oder aber auch sowas wie Landwirte, die sagen, ich mache eine naturnahe, extensive Beweidung in einem Feuchtgebiet und halte das offen. Und dann kommt eine kontrollierende Behörde und sagt, oh, da sind jetzt aber mehr Sengen und Binsen als Gras, damit ist das nicht landwirtschaftlich genutzt und ich entziehe Ihnen jetzt zur Strafe für Ihren aktiven Naturschutz die Förderung für diese Fläche, weil dann kann ich nicht mehr als Grasland anerkennen. Und da gibt es ganz viele, also das haben mir bei der Recherche einige Landwirte so Beispiele genannt, wo eigentlich, obwohl wir das politische Ziel haben, Biodiversität zu erhalten, die einzelnen Maßnahmen durch Streichen von Förderung oder so bestraft wurden, weil Gesetze einfach nicht schlüssig übereinstimmen, kohärent sind und weil eben manchmal nicht im Sinne des Naturschutzes entschieden wird. Und das ist natürlich total ärgerlich, dass es da kein Bewusstsein gibt, auch keine Fehlertoleranz, dass man da nicht den Prüfern, die diese Flächen überprüfen und Förderung zahlen, dass man nicht sagt, das Wichtigste ist jetzt, dass wir hier Natur erhalten, nicht, dass der Baum in der Klassifizierung der Unterkategorie, der sonst was da irgendwie richtig steht, sondern es zählt das große Ganze. Und ja, das wäre was, was ich dringend ändern müsste. Okay, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Mein letzter Appell zum Thema Fragen. Formulieren Sie Ihre Fragen. Ich hätte gern mit Ihnen noch einen weiteren Punkt diskutiert, den überspringe ich jetzt aber mal. Aber ich will nur unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darauf hinweisen. Sie betonen ja auch, glaube ich, an 3 oder 4 Stellen in Ihrem Buch den Zusammenhang zwischen Verlust an Vielfalt, Diversität und Demokratie. Sie sprechen sozusagen auch von Gefährdungslagen für die Demokratie. Dieser Punkt ist sehr interessant. Sollten alle, die auch genau diesen Aspekt, vermutlich auch ein Grund, warum die Landeszentrale gesagt hat, wir machen das hier zum Thema, weil da, das kommt ja nicht auf den Publikationen vor, wo unmittelbar ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen dem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und Gefährdungslagen für die Demokratie, die sich daraus ergeben. Diesen Punkt überspringe ich mal. Aber Sie haben ja eben schon selber angesprochen und so ist auch die Rückseite Ihres Buches, auch wenn das jetzt niemand lesen kann, es ist noch nicht zu spät. Sie schreiben ja, und das berührt natürlich die politische Ebene, die zivilgesellschaftliche Ebene und die individuelle Ebene. Sie schreiben ja, hey Leute, ich formuliere es mal mit meinen Wörtern, also das mit den hey Leute, es ist jetzt keine Zeit für Träumer und Visionäre, sondern eine Zeit für Feuerwehrleute.
Also mir geht es jetzt am Ende nochmal, und das sind ja auch gewichtige Passagen in Ihrem Buch, um konkrete Lösungsvorschläge. Ich rufe mal ein paar auf und würde Sie bitten, einfach die nochmal kurz, knapp und präzise zu kommentieren, die Sie in Ihrem Beruf ja, Ihrem Buch problematisieren, beziehungsweise formulieren das immer mit dem Satz, wir brauchen, und Sie geben dazu sozusagen nochmal eine Einschätzung aus der Perspektive Ihres Buches statt. Wir brauchen mehr Gentechnik, mehr Gene Editing und Gene Drive. Nein, steht auch nicht so in meinem Buch. Ja, wir müssen das ja losführen, diese Debatte. Die ist ja wieder neu aufgeflammt, obwohl die Leute immer wieder in Umfang sagen, wir wollen das nicht. Gibt es jetzt einen neuen Versuch sozusagen der Gentechnikindustrie über Gentech, über CRISPR-Cas, über neue Techniken zu sagen, ha, jetzt haben wir hier ein ganz sicheres, präzises Scherenstrument, mit dem können wir ganz viel verbessern. Und ich halte das für eine gefährliche Diskussion, weil dahinter wieder so ein technisches Weltbild steht, was sozusagen behauptet, mit einem Saatgut, was an einer Stelle dürresistent gemacht wird, kann man jetzt die Felder der Welt retten. Und das ist natürlich das Gegenteil von einem biologischen Miteinander, also wo wir sagen, wir brauchen ein anderes Verständnis von Landwirtschaft, Landnutzung in natürlichen Kreisläufen, in denen wir Teil sind, aber ein Teil, der sich einfügt. Und da jetzt mit der sogenannten Genschere reinzuschneiden, halte ich für eine ganz gefährliche Debatte. Und es gibt auch im Naturschutz sozusagen die Versuche, wir ändern über über Gene Editing und über sozusagen veränderte Organismen, die über Insekten Pflanzen anbeißen und dann weiter ihre genetisch veränderten Sachen in die Natur tragen. Also das ist sozusagen nochmal ein Schritt weiter als die klassische Gentechnik einer Maispflanze, die im Herbst irgendwie vertrocknet und dann weg ist. Das ist eine ganz gefährliche Debatte und ich lade alle ein, sehr gut aufzupassen, vielleicht den Newsletter von Christoph Thien dazu zu lesen, zu gucken, was das UBA hat, dazu eine Fachstelle Umwelt und Gentechnik eingerichtet. Nicht nur sozusagen die Ankündigungen der Industrie zu lesen, sondern auch mal zu gucken, was noch sonst dazu geforscht wird. Und also nein, wir brauchen keine Gentechnik, um die Biodiversität zu retten. Okay, wir brauchen eine andere Agrarpolitik, eine Deintensivierung der Landwirtschaft und damit auch andere Landwirte und Landwirtinnen sowie mehr ökologischen Landbau. Ist das die Lösung? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine andere Agrarpolitik. Haben wir noch was gesagt? Ein Teil davon. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall eine andere Agrarpolitik und wir wollen das aber schon mit den Landwirten machen, die jetzt Landwirte sind. Und da würde ich mir vorstellen, dass man vor allen Dingen die von den ganz vielen Landwirten, die jetzt nach Lösungen suchen, regenerative Landwirtschaft, klimafreundliche Landwirtschaft, vielfältige Landwirtschaft, andere Tierarten, dass man die Landwirte Teil der Lösung werden lässt, die jetzt schon an Lösungen arbeiten und dass man nicht mehr sozusagen von oben diktiert, hier ist der Weltmarkt und bitte, wer den günstigsten Weizen liefern kann, hat den meisten Gewinn, sondern dass man Lösungen aus der Landwirtschaft dazu ausnimmt. Und das geht einfach nicht, wenn Landwirte unter einem Preisdruck arbeiten und so viel wie möglich, so billig wie möglich produzieren will. Das ist etwas kurz gefasst gerade so der Stand, in dem sich die Landwirtschaft befindet. Da ist null Spielraum, um was auszuprobieren, um mehr Vielfalt auf die Felder zu bringen. Und deshalb muss sich das ändern. Ganz dringend. Jetzt wird über die Agrarpolitik in Brüssel verhandelt und da müssen wir genau solche Sachen fördern. Und so eine allgemeine Flächenprämie, die reicht nicht. Und man muss aber denken, es kostet erstmal Geld und das, sonst kann man es nicht machen. Wir brauchen, auch das betonen Sie in Ihrem Buch, einen, in Anführungszeichen, Zitat, Gesellschaftsvertrag für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Was meint ihr eigentlich mit Gesellschaftsvertrag? Also damit meine ich, dass es im Moment keine gute Situation ist, dass sich viele Landwirte sagen, ich kann es nicht mehr hören, wir sind an allem schuld, immer wird auf uns eingehalten, wir sind die Inkarnation des Bösen, weil wir alles falsch machen. Ich möchte aber mal wissen, wie, weil ich schon 20 Stunden am Tag arbeite. So, und auf der anderen Seite steht da in der Stadt sitzt und sagen, ja, ich hätte gern Öko-Essen, aber das dann eben oft nicht. Und ich will das alles schön haben und die Landwirte sollen ihre Tiere streicheln, aber ich will jetzt billiges Fleisch haben. Also das sind natürlich jetzt etwas vereinfachte Positionen, aber es gibt ja einen großen Riss. Die Landwirte fühlen sich zu Unrecht angeklagt, ausgeschlossen aus einer Konsum-Luxus-Gesellschaft, die nicht konsequent ist. Und das ist was ganz, ganz wichtig ist zu heilen. Da muss es ein Gespräch geben, das klar macht, wir tragen alle zusammen die Verantwortung und nur reden und von anderen fordern geht nicht. Und das, glaube ich, geht mit sowas wie einem Gesellschaftsvertrag, wo sich eben viele Akteure zusammensetzen und die Situation auf den Höfen, das Konsumverhalten in den Städten, all das zusammengucken und sagen so, das könnte jetzt ein Weg sein, da kommen wir raus. Und das Schöne dabei ist, dass eigentlich, wenn man eine Landwirtschaft fördert, die mehr
Vielfalt auf den Feldern hat, also eine große Fruchtfolge und Landschaftselemente dazwischen, agrarökologische Prinzipien berücksichtigt und vielleicht auf sowas wie Agroforstsysteme setzt, also Bäume und Felder und Wiesen, alles miteinander kombiniert, dann hat man eine Landschaft, die ganz leicht Vielfalt erhalten kann und gleichzeitig ein Angebot an Lebensmitteln, das uns viel, viel, viel gesünder ernährt als das, was im Moment die Leute krank macht, wo wir ernährungsbedingte Krankheitskosten haben, die so hoch sind, dass die Krankenkassen Alarm schlagen. Ich habe zweimal den Zuckerreduktionsgipfel der Krankenkasse AOK moderiert und nur gestaunt, was die Mediziner erzählen, wie hoch diese Kosten sind. Und das ist, ruft sozusagen nach zwei Lösungen. Wir brauchen da zwei Probleme, die gelöst werden müssen, und das greift direkt ineinander. Mehr Vielfalt in der Landschaft, mehr Vielfalt auf dem Teller. Das senkt Krankheitskosten und stärkt Biodiversität. Okay. Wir brauchen mehr gute Erzählungen, Erfolgsgeschichten und zivilgesellschaftliches Engagement. Sie erwähnen ja auch Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Genau, erstmal zu den guten Erzählungen. Viele Landwirte, habe ich erlebt, haben im Moment überhaupt keine Vorstellung, wie es anders sein könnte, weil die einfach so, ich weiß es nicht, so in einer Arbeitsroutine sind, so auf Abwehrhaltung sind und so sozusagen immer gehört haben, ist so, muss so sein, dass sie sich gar nicht vorstellen könnten, wie man eigentlich anders leben könnte. Und die halten dann zum Beispiel sowas Tolles wie solidarische Landwirtschaft immer noch für so eine ganz komische Luxusidee von ganz wenigen und sehen nicht, dass das wirklich eine größere Lösung sein könnte, eben unter anderen Rahmenbedingungen. Also insofern bräuchte man ein anderes Bild, und ich glaube, dass an den Landwirtschaftsschulen dieses Bild gerade nicht gelernt wird und dass es ganz oft so Aussteiger, Seiteneinsteiger sind oder so Leute, die Träume haben, die neue Bilder von Landwirtschaft bringen. Und da ist eigentlich, glaube ich, eine Leerstelle bei vielen Leuten, die, wo man fragt, wie soll das denn dann eigentlich aussehen, die sich gar nicht vorstellen können, dass wirklich alles anders sein sollte. Da kommt auch diese Abwehrhaltung, deshalb eben Gesellschaftsvertrag. Was waren die zweiten Punkte, zu denen ich noch was sage? Ich habe sie ganz vor meinem Schwärmen über die Visionäre vergessen. Meine Erfolgsgeschichten haben Sie für mich damit schon. Ja, super, genau. Aber irgendwas war noch. Ein anderes Stichwort war noch mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Also, richtig, da gibt es ja mehr. Genau. Genau, also ich finde es absolut richtig, dass, also das ist klar, dass sozusagen, wenn wir eben so einen politischen Stillstand haben, wir haben ihn schutzgewies ausgewiesen, das schützt nicht, ja, können wir auch nichts machen, dann ist es ganz, ganz richtig, dass so Gruppen wie Extinction Rebellion oder Fridays for Future eingreifen. Und es haben ja jetzt auch die Landwirte begonnen, sich sozusagen zu äußern, zu protestieren, zu sagen, ey, so geht das nicht mit uns, ihr könnt es nicht Auflagen geben, aber wir haben gar kein Geld mehr. Und deshalb glaube ich, dass diese Sachen in einem Gesellschaftsvertrag zusammenkommen müssen und dass dabei aber auch so Fragen wie nach neuer Demokratie und mehr Demokratie eben wichtig sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man, bislang hat man landwirtschaftliche Entwicklung immer geguckt, dieser einzelne Hof, wie entwickelt der sich, wie wird er effizienter, wie kann der mehr produzieren und wer investiert da. Und stattdessen sollte man aber eine regionale Agrar- und Gesundheitsplanung machen und gucken, wie können die Höfe zusammen mit den Leuten, die da ja essen, entwickelt werden, dass man gleichzeitig auch Biodiversität berücksichtigt und aber auch leckeres, gesundes, frisches Kantinenessen direkt aus der Umgebung in den Schulen hat. Und eine solche, also das entsteht gerade in den Ernährungsräten in vielen Städten, und auch in Regionen. Brandenburg hat jetzt einen landesweiten Ernährungsrat. Da kommen die gerade zusammen. Und also ich war in Brandenburg bei der Gründung dabei. Da war da auch eine Landwirtin von Landschaft Verbindung, ein großer LPG-Nachfolgerbetrieb, ein Riesenbetrieb und aber auch ganz kleine Neueinsteiger. Und die haben da zusammen geredet. Und ich glaube, da kann ein neues Bild entstehen. Wie könnte das denn eigentlich gehen? Und mein letzter Punkt, den ich aufrufe, ich hätte noch mehr gehabt, wäre, wir brauchen ein juristisches Klagerecht der Arten. Genau, das war meine Überlegung. Wenn wir also zuschauen, eine Art nach der anderen stirbt aus, es ist nicht im Moment noch nicht zu erkennen, wie die neue Agrarpolitik das komplett anders macht, geschweige denn gerade in Brasilien von Artenschutz zu reden, plus sich immer wieder verschärfende Nachrichten über den Klimawandel, dass tatsächlich jetzt wir auf diesem Worst-Case-Szenario eher folgen, als dass sich irgendeine Milderung zeigen würde, war ich so ein bisschen verzweifelt und habe gedacht, wenn das politisch nicht zu lösen ist, aus vielerlei Gründen, es gibt ja auch Gründe, warum das so ist, müsste das vielleicht juristisch zu regeln sein, weil eben diese Ziellage so klar ist, dass ich mir vorgestellt habe, es müsste ein Tribunal geben, wo dann zum Beispiel der Juchtenkäfer, das war der in den Bäumen am Stuttgarter Hauptbahnhof gelebt hat, klagen könnte zum Beispiel gegen die Forstindustrie und sagen könnte, wenn ihr immer die Bäume sofort tötet und nicht alt werden, das kann ich nicht überleben, ich habe ein Überlebensrecht, also müsst ihr alte Bäume lassen, damit ich als
Arbeitsart überleben kann. Das ist juristisch gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe als Nichtjuristin. Als Nichtjuristin habe ich gedacht, Biodiversität ist geschützt von UN bis Bundesrepublik, also muss man das einklagen können. Und dann gibt es aber das sozusagen 1000 Fragen, und ich bin gerade dabei, mit auch im Team mit Politikwissenschaftlern, Juristen sozusagen, das nochmal zu verfeinern. Aber eigentlich wünsche ich mir erstmal so ein Tribunal, wo die Arten, deren Aussterben wir vielfach gar nicht mitbekommen, einmal auftreten können auf eine Bühne und sagen, wenn ihr so weitermacht, sind wir als Art verschwunden und wir wollen nicht ausgelöscht werden, wir wollen weiterleben. Ja, so ein Tribunal würde ich mir wünschen, zumindest mal als sowas wie das, vielleicht das Monsanto-Tribunal hat es mal gegeben, als so eine Art nicht echtes Gericht, aber mit echten Richtern geurteilt. Und es gab auch mal so verschiedene Tribunale. Es gab mal ein Theaterstück von Milo Rau, der echte Menschen, die von bundesdeutscher Politik in anderen Ländern betroffen waren, eingeladen hat ins Theater, damit die dort ihre echten Probleme aber in einem Theater gesagt haben, weil der echte Gerichtssaal oder der echte Bundestag ihnen eben verschlossen ist. Also ich glaube, denke an solche Orte, in denen sozusagen die Probleme ganz klar gemacht werden können und die jetzt Opfer sind dieser Entwicklung, eine Stimme. Ja, damit sind wir nicht nur mit dem Kapitel 14, das Tribunal der Arten, was ich wirklich jedem empfehlen kann, das nachzulesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Anklagende dort auftauchen. Ich glaube, es sind irgendwie 10, ist auch nicht das Entscheidende jetzt. Nee, es könnten Hunderte sein, das ist das Problem. Genau. Oder Tausende wahrscheinlich. Wir sind da sozusagen am Ende des Buches angelangt und auch erstmal am Ende des Gespräches. Ja, ich habe die Zeit etwas überzogen, aber mir liegt auch im Moment nur eine einzige Frage vor. Und das ist die Frage von Alexandra Nohl. Die möchte nämlich gern wissen, um den weiteren Landverbrauch zu minimieren, das hatten Sie auch angesprochen, heißt das für Andrea Nohl, die Städte müssen in die Höhe wachsen? Oder haben Sie, Frau Busse, andere Vorschläge, um Landverbrauch und Verdichtung, wie damit umzugehen ist? Wir haben ja in vielen Städten genau dieses Stichwort, mehr intensivere Bebauung. Gibt es andere Ideen? Es gibt so ein schönes Buch. Ja, es gibt so ein wunderschönes Buch, das heißt Verbietet das Bauen. Und das zeigt die ganzen Möglichkeiten, die innerhalb der Städte durch Umnutzung von vorhandenen leerstehenden Räumen entstehen könnten. Eingeschlossen eben auch diese Vorstellung, dass wenn gebaut wird, immer mehr Quadratmeter pro Person irgendwie zum Standard werden. Und das, finde ich, gibt für die Städte eine ganz gute Perspektive, wie man überhaupt erstmal von diesem Gefühl, wir brauchen unendlich viel bebauten Platz, wegkommen müssen. Und dann gibt es ja tatsächlich immer noch Neuversiegelung außerhalb, die ganz oft, da kommen auch tatsächlich oft Naturschützer und Landwirte zusammen und sagen, wir wollen verhindern, dass dieses Gewerbegebiet mitten auf den allerbesten Ackerboden, also es gab da so in Hessen Flächen Besetzungen, die auch tatsächlich verhindert haben, dass diese gigantischen Logistikzentren gebaut werden für Dinge, die wir ja oft nicht brauchen. Gerade gab es eine Studie, 13 von 15 Regionalflughäfen sind absolut überflüssig und klimaschädlich sowieso. Also da liegen gigantische Flächen, die eigentlich wieder entsiegelt werden könnten, weil wir sowieso keine Landebahn von Regionalflughäfen in dieser Größe mehr brauchen, weil wir nicht mehr von Hamburg nach Bremen fliegen wollen oder nach Kassel oder sowas. Deshalb glaube ich, brauchen die Länder eigentlich verbindliche Versiegelungsziele. Und das ist im politischen Raum wieder so unendlich schwer. Unter der grünen, rot-grünen Regierung hat Nordrhein-Westfalen mal so ein Ziel nur so als Markt genannt, nicht mal mehr verbindlich einklagbar. Und das hat dann gleich die neue Regierung wieder abgeschafft, dass es das geben sollte. Und das, also da geht diese ganze wirtschaftliche Idee von Wachstum gleich Ausweitung gleich Extraktion, die geht immer noch völlig an den ganzen Debatten der Naturschützer und der Degrowth-Theoretiker vorbei. Und das muss sich dringend ändern, dass man sagt, wir müssen jetzt wirtschaftliche Entwicklung ohne Mengenwachstum denken, ohne Wachstum überhaupt wahrscheinlich und vor allen Dingen ohne weitere Versiegelung. Meine Vorstellung wäre eigentlich mal jetzt, ich weiß, es ist politisch überhaupt nicht durchsetzbar, aber zu sagen, wir machen jetzt mal einen Versiegelungsstopp und wer was versiegeln will, muss an anderer Stelle was in Siegeln wieder. So. Also neue Fabrik nur gegen die Aufgabe einer Landebahn, die dann eine Blühwiese wird oder so zum Beispiel. Wenn ich mir die Situation bei uns im Dorf anschaue, und insofern ist es natürlich ein komplexes und differenziertes Thema, jetzt spreche ich nicht, die Frage von Andrea Nohl war ja in Bezug auf Städte betroffen, aber da sind ja vergleichbare Tendenzen, aber auch vielleicht ähnliche, wie Sie angesprochen haben, Lösungsmuster da. Das heißt, Leerstand im alten Dorfbereich, absolut. Da kann man Häuser kaufen zu Preisen, da möchte ich die Summe ja gar nicht erwähnen, so niedrig sind sie.
weil der Neubau sozusagen an anderer Stelle einfach auch so kostengünstig ist. Und das sind alles Unteraspekte, von denen ich glaube, dafür bin ich allerdings kein Experte, die im Rahmen von Flächenversiegelung, Neubau, Gesamtfläche, die man dabei bedenken könnte. Okay. Ja, also vielleicht noch ganz kurz dazu. Also es gibt ja, also es gibt viele Leute, die sich zum Beispiel für Holzbau einsetzen, auch in die Höhe. Also man könnte auch hohe Holzhäuser bauen und dann gibt es tatsächlich aber Schwierigkeiten bei der Zulassung von bestimmten Hölzern für diese Holzbauweise, wo man denkt, da kann das doch nicht sein, dass sozusagen eine sinnvolle, nachhaltige Waldnutzung von Holzarten, die tatsächlich nachwachsen, gehindert wird, weil irgendwie nicht rechtzeitig daran gedacht wurde, eine Bauordnung zu verändern. Und tatsächlich sind es oft so kleine, banale Dinge, die was verhindern oder eben erreichen könnten. Und so tut sich ja auch im Stichwort nachhaltiges Bauen auch eine ganze Menge, dass man nicht aber hoch in die Höhe bauen, denkt man ja irgendwie an so schreckliche Wohntürme der 60er, 70er Jahre, sondern wo man auch verschachtelte, ganz naturnah mit bewachsenen Wänden bauende Häuser sich denken könnte, die eben tatsächlich in Biodiversität erhalten könnten. Also es wäre ja das eine zu sagen, man darf keine Häuser mehr bauen, aber das andere wäre zu sagen, wenn ihr baut, müsst ihr die Dächer komplett begrünen und ihr müsst nachhaltige Rohstoffe und mit Algen dämmen und ihr müsst kühlen Klimaanlagen aus Algen und so weiter. Das gibt es ja alles. Und wenn das nicht nur schön irgendwo zum Angucken wäre, sondern eine verbindliche Quote, das zu verwenden, dann wäre da ja eine ganze Menge schon gewonnen, wenn man weiter baut, aber eben so bauen würde, wie es halt nachhaltig möglich ist. Okay, wir sind bereits etwas über der Zeit. Oh je. Wir sollten auch die Zeit immer so ein bisschen einhalten. Ich würde noch mal in die Runde fragen, letzter Aufruf, um noch schnell was zu tippen, um noch eine Frage loszuwerden. Ich würde gerne lieber echt mit Ihnen diskutieren und auch so ein bisschen von Ihren Erfahrungen hören und wissen, wer Sie alle sind, die ich jetzt gar nicht sehe. Also. Das ist das Dilemma. Ja, der Sinn. Der allen Lernens. Aber es wird sich hoffentlich auch wieder verändern. Vielleicht als kleiner Pausenfüller für diejenigen, die noch schreiben oder noch nachdenken. Warum haben Sie Ihrem Buch diesen Titel gegeben, Das Sterben der Anderen? Weil bei mir im Kopf lief immer sozusagen ein anderer Titel ab. Und vorhin, als ich hier nochmal saß, um meine Vorbereitung mir anzugucken, habe ich wieder festgestellt, ich habe da tatsächlich einen anderen Titel hingeschrieben. Und der wäre? Das Leben der Anderen, in Anführungszeichen, aber es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, vielleicht ist das bewusst auch ein Spiel mit dem Film Das Leben der Anderen. Wie kamen Sie zu diesem Titel? Also wir haben tatsächlich lange überlegt, wie so ein Titel heißen kann, dass es eben nicht zu deprimierend ist, so das große sechste Massensterben, alles zu Ende und aber auch nicht zu leicht. Und dann sucht man ja immer irgendwas, was vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht. Also wir hatten das Gefühl, es ist ganz gut. Wir sind tatsächlich vom Leben der anderen auf das Sterben der anderen gekommen, als wir so in der Küche saßen und Titel hin und her geworfen haben. Und dann wollte ich schon das Wort Sterben da drin haben, weil es ja tatsächlich um das Sterben geht. Und mir hat dann dieses Doppeldeutige ganz gut gefallen, weil der erste Blick ist, wo das Sterben der anderen, der Feldhamster stirbt und die Gelbbauchunke stirbt und eine dieser Blattlausarten, die ich gar nicht kenne, stirbt auch. Und dann aber eigentlich ja, das Sterben der anderen ist ja unser eigenes Sterben eigentlich. Also wir können eben nicht sagen, das ist das Sterben der anderen, so wie in dem Film Das Leben der anderen ja auch die anderen irgendwie dann doch mit dem, der sie beobachtet, zu tun hat und es auch nicht zu trennen ist. So, das war die Idee. Ja, hier gibt es sozusagen von Sandra, den Nachnamen kann ich jetzt bei mir nicht ganz komplett oder vollständig lesen, die mir schreibt, ich habe das Buch zur Hälfte gelesen und finde den Titel grandios. Oh, danke schön. Ja, aber es kommt auch die Erklärung. Also ich finde den Titel grandios, da ich denke, dass dem Großteil der Menschen das eigene Sterben näher steht als das Sterben der anderen. Das kann gut sein, aber es soll, also es kommt ja dann letztlich irgendwie zusammen, ne? Das ist ja eben nicht das Sterben nur der anderen, sondern es ist dann eben doch wieder das eigene Sterben. Meinte denn, ich würde gerne wissen, ob es schon so verstanden wurde, dass dann auch das eigene Sterben damit gemeint ist, weil man dadurch dann wieder rangezogen wird. Ah, jetzt habe ich doch gefunden, wie ich Ihre Fragen mitlesen kann. Ja, diese Frage kann ich ja nicht beantworten, wie die anderen das gefunden haben. Also ob das sozusagen zwei Seiten einer Medaille sind. Für mich war das
eigentlich so ein Verbindungselement zwischen den beiden, sozusagen. Wir sterben, wenn die anderen sterben, und wir sind auch ein Teil sozusagen der Schöpferin von dieser Diversität und von der Vielfalt. Insofern waren das für mich immer zwei Aspekte, die zusammengehören. Na gut, dann hoffe ich, dass es bei allen so wirkt. Also, dass man es eben nicht wegschiebt von sich. Aber Titel sind immer eine schwierige Frage. Und aber wenn sie jemand grandios findet, nehme ich das aber am liebsten mit. Okay, dann schlage ich vor, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wir sagen vielen, vielen Dank, Tanja Busse, für die Lesung. Ich hoffe, es geht Ihnen so wie mir, dass das, was ich am Anfang aus den Rezensionen vorgelesen habe, dass man das sowohl heute hier gemerkt hat, bei dem, was Sie vorgetragen haben, und spätestens dann nochmal merkt, wenn man das Buch selber in die Hand nimmt, es ganz liest oder es weiter verschenkt. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank für die Nachfragen. Und Ihr nächstes Buch wird worüber gehen? Oder ist es noch geheim? Vielleicht über Fleisch, das ist noch gar nicht dran. Ich habe erstmal jetzt so lauter kleine Dinge recherchiert und einzelne Texte geschrieben. Machen Sie mal schnell einen Vorschlag, wo Sie so gut Demokratie und Biologie verbinden. Dann nehme ich das als Rechercheauftrag mit. Nein, nicht beschäftigt, damit hört er aber auch auf. Tatsächlich so dieser Zusammenhang, weil ich aus dem Bereich der politischen Bildung komme, Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, die mangelnde Relevanz sozusagen dieser Thematik in Schule, insbesondere im Bereich des Politikunterrichts. A, ja. Und B, wie diese Gesamtthematik in Schule verarbeitet, gelehrt oder eben auch nicht vermittelt wird. Das ist für mich, aber das ist meine persönliche Perspektive auf diese Fragestellung. Also beispielsweise, warum ist Fridays for Future eben außerhalb von Schule passiert? Hat da anscheinend damit was zu tun, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert. Obwohl die Thematik abstrakt gesprochen ja nicht bedeutungslos ist. Wir haben verschiedene Fächer, die sich mit diesem Themenfeld beschäftigen könnten. Aber Analysen zeigen einfach, dieses Thema und viele andere gesellschaftliche relevante Themen kommen in schulischer und ich finde auch ganz oft in außerschulischer politischer Bildung, wenn man da mal schaut, wo es Schwerpunkte gibt, kommen sie zu wenig vor. Das ist für mich eine spannende Frage. So, die nehme ich gerne mit. Ich möchte mich auch nochmal bedanken an alle Zuhörer und ich finde es so schade, dass ich sie alle nicht sehen konnte, weil ich bei ganz vielen Lesungen eben erlebt habe, da sind Leute, die wahnsinnig viel auf einzelnen Gebieten praktisch gemacht haben oder super tolle Ideen mitbringen und eigentlich erfährt es sich ja so eine Lesung auch immer ein Austausch und jetzt gucke ich so auf mich selber, wenn ich rede. Also ja, da hätte ich gern noch mehr erfahren, aber vielleicht mal in Erfurt. Ich habe jetzt doch noch eine Frage bekommen, wobei ich irgendwie nicht komplett lesen kann. Also ich weiß nicht, ob Jens, also jemand, der dabei ist, Jens, eine Sekunde. Ah, okay. Jens will wissen, inwieweit hältst du es, davon gehe ich aus, dass Frau Busse damit gemeint ist, hältst du es für realistisch, die ökologische Landwirtschaft auch wieder mitten in den Städten zu verankern? Und was würde das für die Artenvielfalt bedeuten? Ja, also Jens Brehl hat gerade ein Buch geschrieben im Ökum Verlag über die Biopioniere und ich habe das Vorwort dazu geschrieben. So sind wir uns begegnet. Und ja, also Urban Gardening, ökologische Landwirtschaft in den Städten halte ich für einen ganz, ganz großen Gewinn. Einmal auf der Ebene, weil es wieder einen Austausch zwischen Gärtnern und Landwirtinnen und Landwirten mit den Leuten, die das Essen, was sie produzieren, gibt, weil es klar macht, wenn man da mitmacht, wie viel wahnsinnig Mühe und Aufwand es ist, Gemüse und Lebensmittel zu produzieren, weil es Artenvielfalt in die Städte bringt. Und in der letzten Zeit gibt es auch immer mehr Modelle, wie man tatsächlich auch produzieren kann. Da kommt ja dieses Stichwort vertikale Landwirtschaft. Das kann man sicherlich schlechter oder besser machen. Und vielleicht kommen auch irgendwann irgendwelche Fermente, aus denen man dann so Chemieessen bekommt. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese städtischen Flächen zu nutzen, die auch mitzuplanen. Und ich hatte in dem Buch die Wegwerfkuh hatte ich so vorgeschlagen. Jede Schule soll einen Bauernhof kriegen als außerordentlichen, also außerschulischen Lernort, aber auch, um sich dort selbst zu verpflegen und dabei über Landwirtschaft zu lernen. Und wenn man jetzt mal in einer Stadt eine Schule neu anlegt und einen Teil davon nicht nur als so einen kleinen verschrumpelten Minischulgarten anlegt, sondern wirklich als, hier wachsen die Kartoffeln für die Schule und Kinder, guckt es euch an, dann hätte man genau dieses Lernen ein bisschen weniger trocken und vermittelt und hätte ein bisschen was für die Schulkantine. Also danke noch für das Stichwort.
hat, Jens. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Schritt, der Landwirtschaft und die Menschen, die Lebensmittel essen, wieder näher bringt. Also auf jeden Fall soll das auch in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Und es ist auch aus Klimaschutzgründen. Also es ist kein verschwendeter Bauplatz, sondern die Städteplaner müssen jetzt umdenken und müssen mit Tropennächten rechnen und müssen mit Kühlungsschneisen rechnen. Und da sind begrünte Häuser, kühlende Wände, Außenkühlungen und Agrarflächen in den Städten genau das Richtige. Guter Ausblick für die Zukunft und auch vielleicht ein neues Bild, wie schön Landwirtschaft in Städten dann sein könnte. Ja, und auch ein gutes Ende jetzt. Genau, hoffen wir drauf, arbeiten wir alle dran. Ja. Dann sagen wir beide, Tanja Busse und ich, ciao, vielen Dank für die Teilnahme und bis irgendwann, entweder online. Tschüss. Hoffentlich. Machen Sie es gut, ciao. Danke fürs Zuhören. Melden wir uns jetzt auch ab? Ja, weiß ich gar nicht. Wie geht das jetzt? Wir zeichnen noch auf, aber ich wollte nochmal Dankeschön sagen. Ich auch. Ja, sehr schön. Und auch für die Organisatorinnen. Ja, auf jeden Fall, die wir gar nicht sehen. Oh.